Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von mir, falls ihr neu hier seid. Hallo, ich bin Mine und ich freue mich sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt auf meinen Kanal. Ich nehme euch diese Woche mit und es wird, glaube ich, eine echt coole Woche. Es stehen echt tolle Sachen an. Und zwar werde ich am Samstag nach München fahren zum Taylor Swift Konzert. Oh, ich bin so krass aufgeregt. Ich muss echt schauen, dass ich mich die Woche noch konzentrieren kann, weil ich noch an einem großen Job sitze, an einem großen Projekt. Da muss ich dran arbeiten, aber mein Kopf ist natürlich schon ein bisschen woanders. Außerdem startet nächste Woche am Montag meine Thalia-Blogger-Tischwoche hier in Leipzig. Da freue ich mich auch noch richtig doll drauf. Und dann möchte ich euch noch ein bisschen mitnehmen bei einem Lesevlog. Und zwar möchte ich diese Woche Emily Henry Funny Story lesen. Ich freue mich schon so lange, so sehr drauf. Ich schiebe es irgendwie immer ein bisschen vor mich her, weil ich mir denke, also ich glaube, weil ich vermute, dass es ein schönes Highlight wird und ich mir das irgendwie immer aufheben möchte. Aber es ist gerade auch das Juli-Buch für den Universe Book Club. Und irgendwie dachte ich mir, ja, warum mache ich denn da nicht mit? Das wäre doch ein guter Ansporn, das noch in der Zeit zu schaffen. Und dann mache ich da beim Livestream mit und kann mich da mit den anderen austauschen. Und das war jetzt meine Motivation zu sagen, klar, dann nehme ich das jetzt mal noch in die Hand, das passt doch schön. Eine Woche habe ich jetzt noch Zeit, das zu lesen. Ich hoffe, das klappt. Wie gesagt, da müssen noch ein paar Projekte zu Ende gebracht werden. Naja, bis nach München hin und zurück ist auch ein bisschen Autofahrt. Vielleicht komme ich da ja noch ganz gut zum Lesen. Das ist quasi mein Plan für diesen Vlog. Taylor Swift Bloggertisch und Funny Story lesen. Ich habe richtig dolle Bock und dann legen wir jetzt mal los. Ein kleines 100-Seiten-Update zu Funny Story. Ich bin jetzt auf Seite. Genau 100, Kapitel 10. Und ihr seht schon, ich habe auf jeden Fall so einiges markiert bisher. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich habe auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß mit der Story und mit den beiden. Wer noch nichts weiß über Funny Story, hier geht es um Daphne und um Miles. Und beide sind in der sehr ungünstigen Lage, dass ihre Ex-Partner sie gerade verlassen haben. Weil die beiden was miteinander angefangen haben, das waren schon jahrelange Freunde, beste Freunde. Und am Junggesellenabschied von Peter, also dem Ex von Daphne, ist es quasi passiert, dass er sich verguckt hat in seine langjährige beste Freundin Petra. Und die war eigentlich die ganze Zeit mit Mai zusammen. Und jetzt sind die beiden quasi Single. Und Peter ist auch so dreist und schmeißt Daphne auch direkt aus dem gemeinsamen Haus raus. Sie hat eigentlich gar keine andere Option und kommt einfach erstmal bei Miles. Und bei dem ist ja jetzt auch ein Zimmer frei geworden. An der Stelle muss ich schon mal sagen, gibt es ein bisschen New Girl Vibes. Weil da ist ja die Ausgangssituation die gleiche, dass bei New Girls, glaube ich, Jess verlassen wird und dann in die WG zieht. Und that's the vibe. Und eigentlich kennen sich Miles und Daphne eigentlich gar nicht so richtig und durchleiden erstmal beide so ihren eigenen Schmerz. Und eines Abends sagen die beiden, ey komm, lass uns einfach mal in eine Bar gehen. Und dann ja, haben sie, denke ich mal, einen ganz spaßigen Abend zusammen und stellen fest, dass sie im Briefkasten eine Einladung haben zu der Hochzeit von Peter und Petra. Und in ihrem kleinen verkarteten Zustand sagen sie der Hochzeit einfach zu und sagen, ja klar, wir kommen, das macht uns gar nichts aus. Und wollen damit eigentlich die beiden eher so ärgern oder denen halt zeigen, dass es ihnen gut geht. Und denen natürlich auch so ein bisschen damit die Hochzeit vermiesen, wenn die beiden wissen, dass ihre Ex-Partner da vorbeikommen. Und daraufhin ruft Peter Daphne an und im Affekt sagt er einfach, ja, ich bin jetzt halt mit Miles zusammen. Also ich bin wieder glücklich und wir kommen zusammen zu eurer Hochzeit. Also es gefällt mir bisher schon mal echt richtig gut. Ich mag Miles und Daphne extrem. Ich finde auch alle Settings total schön. Also sowohl die Wohnung, in der die beiden wohnen, die Weinbar, in der Miles arbeitet oder auch den Strand. Bisher immer sehr, sehr, sehr schöne Settings und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, auf jeden Fall. Und was mir auch sehr geholfen hat, ich hatte im Vorfeld irgendwie ein ganz klares Bild, wie die beiden halt aussehen. Also ich habe mich schon sehr auf dieses Buch gefreut. Ich wusste auch schon ein bisschen, was wird die Story sein, wie sehen die beide aus, dass die eben auch beide brünett sind. Und habe dann mal irgendwann bei Pinterest ein Foto gefunden und war so wie, das könnten die beiden sein. Und das ist auch ein echtes Paar. Und zwar ist das der Schauspieler Logan Lerman und seine Freundin Anna Luisa, glaube ich. Ich zeige euch mal ein Foto.
so die beiden. Und das Gute ist natürlich, weil das ein echtes Paar ist, findet man halt auch so ganz viele süße Couple-Fotos von denen. Und dann kann ich mir das immer total gut vorstellen mit Daphne und Miles. Ansonsten, heute geht es nochmal in die Stadt. Ich werde nämlich bei Thalia heute die Banderolen beschriften für den Thalia-Bloggertisch, der nächste Woche Montag losgeht. Und dann wollte ich noch Perlen kaufen. Ich bin super spät dran, aber ich dachte mir, irgendwie muss ich das noch reinquetschen. Und wenn, sei es nur auf der Fahrt nach München, dass ich noch ein paar Taylor Swift-Armbänder bastle. Das steht für heute auf dem Plan. Neben noch ganz viel Arbeiten. Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ich schon ready bin, um zu reden. Aber ich wollte euch so gerne noch von dem Taylor Swift Konzert erzählen. Oh mein Gott. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das in Worte fassen soll. Ich bin einfach echt immer noch richtig sprachlos. Also ich war am Samstag in München, also beim ersten München Konzert von Taylor Swift. Ich krieg schon fast wieder Tränen in den Augen. Ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass ich beim Taylor-Konzert so oft Tränen in den Augen haben werde. Aber es war einfach so. Es gab so viele Momente und ich glaube, es hat auch ganz dolle diese ganze Crowd, die Community ausgemacht. Also es war einfach so schön zu sehen, wie einfach alle Leute so into it waren, wie sich alle so gestylt haben dafür, wie alle einfach in der Mood waren. Alle hatten irgendwie so einen positiven Vibe und es haben einfach alle mitgemacht. Das war echt ein Highlight. Punkt. Und den Tag danach, also es stimmt, man fällt echt in so eine Post-Concert-Depression. Also man hatte echt so ein kleines Tief am Tag danach. Einfach weil die ganzen Endorphine und das Adrenalin, das war einfach so anhaltend und präsent beim Konzerttag. Und am nächsten Tag war man einfach so leer und ausgelaugt. Und ich konnte auch gar nichts so richtig machen. Ich habe irgendwie immer wieder mir die Fotos angeguckt oder die Videos angeschaut, die ich gemacht habe. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall war gestern echt eine richtig komische Stimmung noch. Also man stand noch komplett neben sich, man war noch auf einer ganz anderen Spur und musste irgendwie erstmal wieder klarkommen. Und wir hatten dann auch eine fünfstündige Rückfahrt aus München wieder nach Hause. Und da wollte ich auch eigentlich noch lesen, aber ich habe echt richtig lange gebraucht, bis ich das Buch in die Hand nehmen konnte, weil ich einfach so neben der Spur einfach noch war. Aber es war einfach wunderschön. Es war ein traumhaft tolles Erlebnis. Gerade auch mit Paramore als Vorband. Die höre ich schon so lange. Und das ist auch, also ich war ja mit meinem Freund und zwei sehr engen, tollen Freunden da. Und mein Freund hört schon immer Paramore. Und ich dachte mir schon im Vorfeld, ich bin wahrscheinlich am Ende bei Paramore textsicherer als bei Taylor. Und das war auch so schön, die einfach als Band davor zu sehen. Es war einfach ein richtig tolles Gesamterlebnis. Das Wetter war super gut an dem Tag, es war affenheiß. Und es hat am Ende auch noch angefangen zu regnen. Also nicht noch während des Konzerts ein bisschen, aber als wir dann draußen waren, hat so richtig geschüttet. Ich war komplett nass, alles einfach. Und dabei hatte ich hatte zwei kleine Ponchos dabei. Ich hatte zwei große Regenponchos dabei, falls es nur regnen sollte. Und ich hatte zwei Regenschirme dabei. Ich habe aber alles im Hotel gelassen, weil das Regenradar gesagt hat, regnet erst heute Nacht um 3. Und ich habe mich da so drauf verlassen. Aber hey, ich hatte auch selbst dann noch ein paar Armbänder gebastelt auf der Hinfahrt, weil ich es vorher einfach überhaupt gar nicht geschafft habe. Aber ich dachte mir, ich will noch irgendwas basteln und habe für unsere kleine Gruppe noch ein paar Armbänder fertig gemacht. Und ich konnte auch vorher, gab es auch fast gar nichts mehr zu kaufen. Also ich habe gar keine Buchstaben mehr bekommen. Ich hatte jetzt selber noch ein paar schwarze zu Hause. Deswegen waren meine Texte sehr begrenzt, was ich da machen konnte. Und es war ganz süß. Ich habe nämlich dann auf dem Konzert auch noch eins geschenkt bekommen. Und das entspricht einfach so sehr diesem Vibe dort vor Ort. Und zwar ist das ein wahnsinnig kunterbuntes Swiftie-Armband.
Und hier sind auch nochmal alle einzelnen Buchstaben mit Swiftie dran. Und das passt einfach so zu diesem Vibe vor Ort. Also alle waren ja auch so sehr pastellig und bunt gekleidet und glitzerig. Und dieses Armband passt einfach so sehr zu dieser visuellen Stimmung da vor Ort. Und ich freue mich so sehr, dass ich das noch bekommen habe. Ah ja, und ich zeige euch noch, ich konnte nicht dran vorbei, weil ich wusste, ich will unbedingt irgendeinen Merch-Artikel mitnehmen. Ich habe mich für diesen geilen Oversize-Crewneck entschieden. Ich lieb's. Ich habe dann auf der Rückfahrt irgendwann doch noch das Buch in die Hand genommen. Habe 50 Seiten, glaube ich, gelesen und irgendwie heute Morgen dann nochmal 25. Bin somit jetzt bei Kapitel 15 auf Seite 172. Aber ich gebe euch mein nächstes Update hier, als wenn ich die 200-Seiten-Marke erreicht habe. Und dann gibt es noch eine ganz andere spannende, tolle Sache, die ab heute läuft oder heute passiert ist. Und zwar startet heute mein Thalia-Blogger-Tisch hier in der Thalia-Filiale in Leipzig. Und ich freue mich so sehr. Der Thalia hat heute schon eine kleine Insta-Story gemacht und da habe ich den Tisch mal quasi digital sehen können. Ich freue mich sehr. So, ihr Lieben, ich stehe jetzt hier direkt vor dem Thalia und werde jetzt mal reingehen und mir meinen kleinen Blogger-Tisch anschauen. Ich ja schon längst an der 200-Seiten-Marke updaten. Ich bin mittlerweile aber auf Seite 275 in Kapitel 26 und ich dachte, ich update euch lieber mal, bevor ich durch bin mit dem Buch. Also prinzipiell mache ich das ja viel lieber, wenn es draußen hell ist, dass ich in die Kamera spreche. Aber es ist jetzt abends um 10 und ich habe noch gute 100 Seiten vor mir und ich brauche ungefähr gute, also mindestens 2 Stunden, um die 100 Seiten zu lesen. Also theoretisch könnte ich es heute noch schaffen, aber es ist natürlich die Frage, wann die Müdigkeit reinkickt und ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Aber ich dachte mir, ich gebe euch noch schnell ein Update, bevor ich das Buch einfach durchgelesen habe am Ende. Also ich fand, das wird nochmal ein bisschen ruhiger, so im mittleren Teil. Also es passiert schon was, aber es sind jetzt keine krassen Plot-Twists oder irgendwas. Aber dennoch gefällt es mir total gut. Also die Stimmung ist halt total angenehm und irgendwie auch sehr, sehr schön. Und was ich super toll finde, also ich finde jetzt gerade in dem Teil, den ich so gelesen habe in letzter Zeit, geht es einfach auch sehr darum, dass Daphne sich selbst wiederfindet. Also sie merkt halt auch, dass sie in der Beziehung zuvor super viel von sich aufgegeben hat und eigentlich nur immer ein Teil von etwas war und eigentlich gar nicht mehr sie selbst war. Sei es Freunde, sei es ihre Aktivitäten, alles drum und dran. Da hat sie sich eben einfach mitziehen lassen und hat andere Leute Entscheidungen treffen lassen. Und jetzt ist sie endlich an so einem Punkt, wo sie hinterfragt, was gefällt mir eigentlich, was möchte ich eigentlich machen, was möchte ich erreichen, wer bin ich eigentlich? Und ja, sagt gerade einfach generell so ein bisschen Ja zum Leben und zu dieser Stadt, bei der sie noch nicht so ganz weiß, möchte sie jetzt hier weg, möchte sie hier bleiben. Und Miles ist ja dafür da, dass er ihr so ein bisschen die schönen Seiten der Stadt zeigt und er ist ja quasi ihr kleiner Tourguide, also abgesehen davon, dass er ihr Roommate und auch ihr Love Interest ist und zeigt ihr jeden Sonntag quasi irgendwas Schönes in der Stadt. Also sie unternehmen immer wieder was zusammen und schon sehr cute. Und Miles ist ja auch einfach mal Green Flags only. Ach, die sind schon ganz schön cute zusammen. Jetzt
kam aber gerade tatsächlich so eine Stelle, die auf so einer sehr positiven Note endet. Aber es kommen ja noch 100 Seiten. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen gespannt, was da jetzt noch kommen wird. Noch, wie ich meinte, wie ich neulich Abend meinte, jetzt habe ich noch 2 Stunden Zeit und vielleicht schaffe ich sogar das Buch, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich war echt motiviert, ich habe mir auch noch einen kalten Drink gemacht, um nicht müde zu werden. Aber es kam, wie es einfach immer kommt, wenn ich abends lese. Mir sind einfach nach 3 Seiten, glaube ich, einfach die Augen zugefallen, selbst im Sitzen. Also ich sitze dann wirklich da und schlafe über diesen Seiten ein. Also ich kriege auch echt einfach so ein Kapitel, so eine Seite nicht zu Ende. Ich habe deswegen also nichts groß geschafft an diesem Abend. Und habe dann gestern Nachmittag, habe ich gesehen, dass der Universe Book Club den Livestream zum Buch gestern Abend abgehalten hat. Also ich habe es 2 Stunden vorher gesehen. Und hätte ich die Zeit gehabt, ich hätte es wahrscheinlich aber noch zu Ende gesuchtet und hätte teilgenommen. Aber ich hatte leider die Zeit nicht. Ich war schon verplant und konnte somit nicht rechtzeitig das Buch beenden und am Livestream teilnehmen. Aber der ist ja aufgezeichnet und ich habe jetzt meine letzten 20 Seiten vor mir. Und dann gucke ich mir die Aufzeichnung vom Livestream noch an. Bin sehr gespannt, was da wie der Austausch sein wird. Ja, ansonsten gefällt es mir echt richtig gut. Ich bin total spannend. Hier gibt es immer so ein Café, in das Daphne immer geht und sich einen Kaffee holt oder einen Chai. Und das nennt sich halt Fika. Und als ich in London war, gab es ja bei mir in der Straße auch ein Café, was Fika hieß. Und da war ich ja ein paar Mal auch drin frühstücken. Das war super schön. Und jetzt beschreibt sie dort eine Person, die dort arbeitet, die einen Shaved Head und ein Septum Piercing hat, also einen rasierten Kopf hat und ein Septum Piercing. Und genau so eine Person hat auch in dem Fika gearbeitet, in dem ich war. Das finde ich gerade einen sehr spannenden Zufall. Ich will gar nicht, dass es aufhört, aber ich will auch, dass es aufhört, damit ich es irgendwie geschafft habe. Aber ich will auch nicht, dass es aufhört. Okay, oh mein Gott. Einmal schräg gegenüber auf dem Balkon. Also die haben einen riesengroßen Balkon und die haben einen kleinen Aufblaspool da. Und der Typ steht gerade nackig auf seinem Balkon, um diesen Pool irgendwie zu verschieben. Und ich glaube, sehr viele Wohnungen können auf diesen Balkon schauen. Naja, Hauptsache hat Spaß. Ein finales Update zu Funny Stories. War auf jeden Fall nochmal richtig cool, sich den Livestream anzuschauen vom Universe Book Club. Und ich bin echt ein bisschen traurig, dass ich nicht live dabei war, dass ich ihn mir quasi nur als Aufzeichnung angeschaut habe. Und ich hoffe es, dass ich auf jeden Fall in Zukunft mal irgendwann es schaffe, bei einem der Livestreams vom Universe Book Club dabei zu sein. Ich gebe Funny Story 4,25 Sterne. Es hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Also ich fand es eine sehr herzerwärmende Story. Ich fand es sehr schön, dass eben im Fokus auch so eine persönliche Entwicklung stand. Also auch bei beiden, dass sie beide irgendwie gewisse Probleme überwinden mussten, dass auch Daphne wieder zu sich finden musste und schauen musste, was sie eigentlich selber möchte. Das fand ich total schön. Es waren auch ganz tolle Nebencharaktere dabei, also vor allem auch Ashley, das ist die Arbeitskollegin von Daphne. Und ich finde es auch ganz cool, dass die beiden eben nicht sich neu treffen und sich dann und dann Freundinnen werden, sondern dass die beiden eben schon ein Jahr lang zusammenarbeiten und sich dann erst nach einem Jahr aus Kolleginnen halt Freundinnen entwickeln. Irgendwie war das ganz schön, weil das halt auch zeigt, dass es eben auch im eigenen Leben immer verschiedene Möglichkeiten gibt, die eigentlich da sind und die man vielleicht einfach nur mal angehen oder greifen müsste. Und ja, sehr, sehr viele Stellen markiert. Vor allem auch wieder sehr, sehr, sehr viele witzige Stellen. Ich liebe einfach diesen trockenen Humor von Emily Henry. Und den hat sie in dem Buch auch sehr gut bei Ashley untergebracht, also bei der Freundin. Und da habe ich mir richtig, richtig viele Textstellen markiert, die mich auch wirklich beim Lesen zum Lachen gebracht haben. Und dann möchte ich an der Stelle den Vlog beenden. Das Buch ist durch. Beim Konzert war ich und auch der Bloggertisch hat jetzt noch seine letzten 2 Tage vor sich. Also der läuft morgen aus. Und ich hoffe, der Vlog hat euch soweit gefallen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben.